Ah, du einfach die nächsten Cyber-Psycho-Kriegsdämonen. Dafür hatten wir aber gerade eine Mission, eine Nachricht von ihr, das hat gerade gesehen. Wenn ein Konzern herausgeschmissen wird, verliert er meistens auch seine Implantate. Die schnibbeln ihm die Synth-Organe und Cyber-Augen einfach wieder aus dem Körper raus. Aber manchmal ist das Chrom so mit dem Gewebe verwachsen, dass man es gar nicht mehr entfernen kann. Auch nicht, wenn man es echt haben will. Uha. Jetzt bin ich gespannt. So, der ist da drüben. Oder oben auf der Brücke anscheinend. Soll ich denn da hochkommen? Oh, Judy. Hey, Calabacita. Ich spiele immer noch mit unserem Virtu rum. Das Bild hier gefällt dir vielleicht. Bild im Anhang. Wow, nicht schlecht. Hast du das bearbeitet? Sieht cool aus, fast wie in einem Horrorfilm oder so. Freut mich, dass es dir gefällt, aber mir gefällt es. Vielleicht rahme ich es und hänge es auf. Könnte ich auch für dich machen. Ich hättest du oder gerne eins? Ist eher nicht so meins, danke. Ja doch. Vielleicht ist das dann ja auch in meiner Wohnung. Okay, dann schicke ich dir das Bild, wenn es fertig ist. Na gut, ich will dich nicht weiter aufhalten. Bis dann. Süß. Oh, es ruckelt gerade. Oh. Mit damit einen Doppelsprung rauf. Oh ja. Nice. Ich sehe ihn doch schon von hier. Ist nicht explosiv. Oh, wer bist denn du? Okay. Der hat Schild. Das war's. Seh mich besser um. Easy. Wer bist du denn von der Polizei? Roboter. Mit Powersprung. Streifenpuls, ist keine Reaktion, kein Puls, kurzkrabbelige Schusswunde im Rücken. Okay. Oh, das Spiel ruckelt gerade schon wieder. Oh Gott, ich glaube, ich speichere mal lieber kurz. Das ruckelt gerade ganz schön ordentlich. Sieh Medlia. mal einer an. Militech. Ah, Übergriff auf einen NCPD-Offizier. Erpressung. Vertraulich. Oh, da ist noch ein Gespräch. Zwischen John und Deng. Yo, Medlia sagt Hallo. Sagt ihr, wart in derselben Einheit. Militech. Med lebt noch? Klar, wieso nicht? Abgesehen, wie er in Panama auf eine Mine getreten ist. Scheiße, dachte er, er hat es nicht geschafft. Wie geht's ihm so? Ganz okay. Hat immer noch Albträume, nimmt eine Menge Zeug dagegen. Aber so geht's uns allen, oder? Veteranenleben halt. Yep. Keine Kohle, keine Heimat und gezeichnet von einem Krieg, den keiner verstanden hat. Ja, Mann, was soll ich sagen? Wird nicht besser. Ja, ich weiß. Aber gut zu wissen, dass da draußen noch Leute sind, mit denen man darüber reden kann. Ja, wir sind nicht allein. Schönes Gespräch. Oh Mann. Oh, Lizzie ruft an. Ich brauche deine Hilfe. Ah, okay. Gleicher Treffpunkt wie letztes Mal. Lass mich nicht warten. Was ist gibt's los? Denn? Hallo? Lizzie? Oh, shit. Okay. Können wir auch gleich hin. Jetzt mal ganz Zeug hier mitnehmen. Irgendwas müssen wir aber noch finden. Vier
Fear the Beast of Night City. Okay, mit dem können wir aber nichts machen. Ach, das muss doch der Laptop sein. Ah, jetzt kann ich ihn öffnen. Eilbestellung dringend von Medlia an Dan. Scheiße, ich brauche das Zeug für meinen Kopf. Ich brauche es echt dringend. Hab keins mehr. Ich denke nonstop irgendwelche abgefuckte Scheiße, Mann. Ich weiß, dass die da, ich weiß, dass ich dir noch was schulde, aber bitte, Mann. Ich brauche das Zeug und zwar heute noch. Verstehst du? Ich mache alles dafür, okay? Geil, was du willst. Ich bringe wen um. Ich klaue es. Ich klaue es. Ich klaue es. Mir egal, bitte. Zwangsvollstreckung. Bank of Night City zu Medlia. Sehr geehrter Herr Lia. Leider muss ich Sie aufgrund von mehreren nicht eingegangenen Zahlungen ihrerseits über die Zwangsvollstreckung Ihrer Immobilie informieren, die als Pfand für den Kredit angegeben wurde. Milago Terrace 12. Bitte räumen Sie die Immobilie innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt dieser Nachricht. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, im Rahmen des Clear 2 Kill-Systems die Zwangsräumung anzuleiten. Diese Entscheidung ist endgültig und unumkehrbar. Mit freundlichen Grüßen, Liam. Noch ein Liam. Turetsky, Kundenservice, Bank of Night City. Was war das denn jetzt? PTSD-Shield, Versicherung erloschen von Heroes Care. Sehr geehrter Herr Lia, infolge Ihrer Kündigung bei Mercenary Solutions Inc. erlischt Ihre Krankenversicherung PTSD-Shield mit sofortiger Wirkung. Jegliche vorausgemachte Arzttermine wurden abgesagt und Sie haben keinen Zugriff mehr auf verschiedene Medikamente. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich an das Veteranenprogramm der Regierung wenden können. Aktuelle Wartezeit für einen Termin 756 Tage. Um einen Termin auszumachen, schicken Sie bitte folgende Nachricht an die entsprechende Nummer. Hilfe. Wow. Gott, der Arme. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und viel Glück. Uff. Das ist ja kein Wunder, dass er so ausrastet. Kann aber... Oh doch, ich kann sie benachrichtigen. Unser Cyberpsycho ist ausgeschaltet, aber er lebt. Schicke dir die gesammelten Daten. Sieht so aus, als war er Ex-Söldner im Dienst irgendeines Konzerns. Irgendwann war er nicht mehr nützlich und die haben ihn fallen gelassen. Der Mann hatte noch all seine Kampfimplantate, dazu eine schwere PTBS und keine Medikamente mehr. Den Rest kannst du dir denken. Danke für den Aufwand. Ein Kumpel bei der Polizei hat mir die Daten von dem Typen geschickt. Der war völlig kaputt im Kopf. Hat jeden Tag 11-fache Dosen eingeworfen. Wahrscheinlich doch Dosis, oder? Dosen? Um überhaupt in irgendwie klarzukommen. Irgendwann hat der Konzern ihm seine Krankenversicherung weggenommen. Dann kam kein Geld mehr rein und die tickende Zeitbombe ist explodiert. Aber lag das wirklich allein an den Implantaten? Kann man nur schwer sagen. So oder so hast du deine Eddies ganz bald... danke nochmal, dass du dich darum gekümmert hast. Tut mir ein bisschen leid. Yay, bisschen Money. Immer noch doof, dass ich das von dem anderen... Also, es kam ja Geld rein, aber so richtig beendet ist die Mission halt auch nicht. Alles ein bisschen merkwürdig. So, dann wollen wir mal gucken. Was die gute... vorhat. Unbekannte Nummer, anonymer Klient, ein geheimes Treffen in einem Hotel. Ja, das hatten wir ja schon. Das ist ja der gleiche Text. Zimmer X. Gar nicht so weit weg. Okay. Wollen wir gleich mal vorbeischauen. Lizzie, was zum... Oh. Die Eile. Liam. Ich war wütend und hab ihn gestupst. Diese verdammten Arme, diese Hände. Mein Gott. Wachst du manchmal mitten in der Nacht auf? Scheiße. Und weißt du einen Moment nicht, wer du bist? Oder du denkst, du bist nicht wirklich du? So fühle ich mich die ganze Zeit. Jede Sekunde. Hat das irgendwann mit der... Hilflos. Konversion ich kann zu nichts tun. Mehr sehen. Nichts erschaffen. Und jetzt habe ich... Ich wollte nur Schluss machen. Ihm sagen, dass er verschwinden soll, aber ich... Ich weiß nicht mal mehr wie und wann ich... Du hast ihn erwürgt, Lizzie. Langsam. Seine Wirbelsäule zerquetscht. Ich war wütend. Muss die Kontrolle...
Kontrolle verloren haben. Er hat es nicht anders verdient. Was passiert ist, ist passiert. Liam hatte Angst davor. Naja, ist halt passiert. Kann man nichts machen. Also geht's um die Leiche? Deshalb hast du mich gerufen? Ja, ich... Die Medien dürfen davon keinen Wind kriegen. Das wäre... Oh. Was ist? Sie würden das lieben. Eine Geschichte über das Verlangen, die Persönlichkeit eines anderen Menschen zu besitzen. Eine dunkle Mahnung, dass jeder nur ein Haufen Beiz ist und kopiert und reproduziert werden kann. Was ist denn mit dir? Lizzie, wach auf, verdammt! Was ist jetzt mit der Leiche? Mir egal, schaff sie irgendwo hin und verbrenn sie. Ich bezahle. Nein, das mache ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, Lizzie. Nein, ganz im Gegenteil. Endlich ergibt alles einen Sinn. Geh wie und schließ die Tür. Bist du fehlgeschlagen? Was? Das lade ich nochmal neu. 22:12 Uhr, das war eben gerade. Machen wir mal hier nochmal. Ich dachte, ich kann sie noch irgendwie zu überreden, so, was stimmt nicht mit dir? Nein, das mache ich nicht, mach das selber. Oder irgendwie sowas, das dachte ich mir bei der Antwort nicht. Ja, ist fehlgeschlagen. Was ist denn mit dieser Frau los, ey? Okay, gut, dass hier direkt vor der Tür der Autosave war. Das machen wir aber nochmal. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet bei der Antwort. So. Ich kann ja auch noch was anderes zu ihr sagen. Nicht, ach ja, ist halt passiert so. Oh, ich muss ja noch eins höher. Vielleicht, dass er Angst davor hat oder wie so was? Gucken. Lizzie, was zum... Ich weiß halt nicht, ob er es anders verdient hätte. Ja, er wollte eine Kopie von ihr machen. Ich wollte nur Schluss machen. Ihm sagen, dass er verschwinden soll, aber ich weiß nicht mal mehr wie und... Ich weiß halt nicht, was mit ihrer Konversion irgendwie los ist. Deswegen ist das irgendwie alles merkwürdig. Machen also wir das. Hatte Liam nicht ohne Grund Angst vor dir. Das war ein Versehen, verstehst du? Ich wollte das nicht. Mag sein. Macht für ihn aber keinen Unterschied mehr. Okay. Also geht's um die Leiche? Deshalb hast du mich gerufen? Ja. Was ist? Okay, jetzt kommt wieder ihre. Ja. Können wir ja schon. Sie wach auf. Mir egal, schaff sie irgendwo hin und verbrenn sie. Ich bezahle. Gut, mach ich. Und du kannst beruhigt schlafen. Das ist irgendwie merkwürdig. Schlafen? Nein, ich brauch keinen Schlaf. Danke, Liam. Auch wenn du es nicht weißt, du hast mir etwas Wundervolles geschenkt. Wovon zum Teufel redest du? Geh wie. Na los, und nimm ihn mit. Ist sie schwanger, oder was? Boah. Jemand sollte dich untersuchen, Lizzie. Ja. Checken, ob mit dir alles in Ordnung ist. Das ist irgendwie alles merkwürdig. Mir gefällt, was mit mir passiert. Es war schön, dich kennenzulernen, Vee. Und jetzt geh. Das ist alles sehr, sehr strange. Okay. Also kann ich wenigstens die Mission auch weitermachen. Nicht gedacht, dass sie einfach abbricht, weil halt nicht abgeschlossen ist. Das ist ja merkwürdig. Hatte ich auch noch nie. Ach da. Tschüss, Liam. Ja. Wow. Das war strange. Und sie ist auch sehr strange. Da wird bestimmt noch irgendwas kommen. Was ist denn hier los? Mega Stau. Tja, dann machen wir doch mal das hier mit Johnny. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Jetzt ist es soweit. Rogue macht ernst. Sie ist endlich soweit, dass sie nicht mehr von ihrer Vergangenheit davonläuft und Smasher fertig machen will. Wenn wir das Stück Scheiße gestellt haben, will ich ihn persönlich umlegen. Aber bis dahin hast du das Sagen. Viel Spaß bei der Jagd, wie. Ah ja, stimmt, das ist ja mal Afterlife. Das ist ja gar nicht so weit weg. Kann ich ja mal eben hinfahren. Bestie. Ach, nehmen wir mal das hier. Oh, und ich glaube, ihr könnt mal wieder ein paar Vorteilspunkte verteilen. Und Attributspunkte.
Was machen wir denn da? Besten Coolness einmal. Würde mal sagen. Und Reflexe, dann haben wir da auch überall erstmal 9. Noch nochmal technische Fähigkeit und einen lasse ich mir mal übrig. Aber die 10 Vorteilspunkte muss ich mal irgendwie vergeben. mal gucken. Erhöht die Effektdauer von Verbrauchsgütern 25%. Ja, machen wir mal. Nehmen wir das mal auch. Werkstatt. Oh, Granaten versuchen 10% mehr Schaden. Nehmen wir mal auch mit. Oh, verursache 50% mehr Schaden mit Pistolen und Revolvern bei Gegnern, deren Gesundheit unter 25% liegt. Auch nicht schlecht. Erhöht den Nahkampfschaden um 10. Nehmen wir mal auch. Machen wir, glaube ich, gar nicht so viel, aber hey. Ah, dann immer nochmal totale Erinnerung mit dem Eisbrecher-Demon. Warum nicht? Schaltet Schemata für das Herstellen von ungewöhnlichen Quick-Hacks frei. Ja, warum auch nicht? Ermöglicht die Regeneration von Speicherkapazität im Kampf. Stellt alle 60 Sekunden 4 Speicherpunkte wieder. Ja, das kann ich gebrauchen. Das klingt nice. So, jetzt haben wir noch 1 und 2 übrig. Das reicht ja erstmal. Kann ich mir auch ein bisschen aufsparen. Aber dann hätten wir das auch mal wieder gemacht. War ja echt mal wieder nötig. Und auf geht's zum Afterlife. Boah, jetzt bin ich ja echt gespannt, ne? Wenn Johnny übernehmen soll. Gucken, wie das Ganze wird, ey. Oh, Lizzie Wizzy. Danke. Geh immer wieder gerne. Du musst vorsichtiger sein, okay? Ich mache mir Sorgen um dich. Die ist schon irgendwie echt strange drauf. Okay, 2400. Nice. Aber die ist trotzdem strange.